Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Pilzthema. Ich möchte euch diese äußerst effektive Antipilzsalbe vorstellen, welche Bestandteile sie beinhaltet, welche Wirksamkeit diese mit sich bringen und wie ihr die Salbe ganz einfach zu Hause herstellt, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß euch! Come to teach, come to be taught, come in the likeness in the image of God. So, dann möchte ich euch die Bestandteile dieser tollen Salbe vorstellen. Die habe ich euch hier mal so ein bisschen aufgebaut und erzähle euch gleich was über deren Wirkungen. Also da fangen wir mal mit dem Kokosöl an. Ich liebe Kokosöl, ja, für den tollen Geruch. Wenn man das denn gerne für Haut und Haare verwendet, ist der Geruch einfach gigantisch, aber auch für den Geschmack und die tolle Anwendung in der Küche. Aber an dieser Stelle setzen wir es ein, weil es die Laurinsäure enthält. Und die Laurinsäure ist eine Fettsäure, die stark pilzhemmend wirkt. Und damit wäre Kokosöl der erste Bestandteil dieser tollen Antipilzsalbe. Als zweites setzen wir Borax ein. Und ich freue mich sehr, dass ich euch an dieser Stelle eine benutzerfreundliche Anwendung von Borax präsentieren kann. Ich habe euch ja in meinem Borax-Video von den vielfältigen Eigenschaften von Borax erzählt und wie man eine Stammlösung, wie sagt man, ansetzt, um das Ganze innerlich zu konsumieren. Aber für die äußerliche Anwendung ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, mit so einem Pulver zu hantieren. Und insofern ist so eine Salbe mit Borax ideal, wenn ihr Borax äußerlich anwenden wollt. Also hätten, ah ja, und Borax wirkt halt eben auch sehr, sehr pilzhemmend. Hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Dann als dritte Zutat hätten wir das Mandelöl. Das sage ich euch gleich. Also Mandelöl hat keine spezielle pilzhemmende Eigenschaft, aber wir verwenden es hier einfach, weil es sehr hautpflegend ist und als Konsistenzgeber. Mandelöl haben wir auch sehr häufig in der Naturkosmetik, in allen möglichen Produkten findet es da Anwendung. Ist einfach ja für die hautpflegenden Eigenschaften bekannt. Als nächstes hätten wir zwei ätherische Öle. Da habe ich ein bisschen rumüberlegt, was könnte man denn da nehmen an ätherischen Ölen. Und ich habe mich intuitiv für die beiden entschieden und ich bin jetzt im Nachhinein ultra glücklich über diese Entscheidung, weil die olfaktorisch, also vom Geruch her super miteinander harmonisieren. Und natürlich sind die beiden für ihre pilzhemmende Eigenschaften bekannt. Wir hätten da zuallererst das Teebaumöl. Kennt ihr bestimmt, ist stark antimikrobiell. Also ich kenne das von früher, dass man das gegen Pickel verwendet hat, weil es einfach so gut gegen Bakterien wirkt. Aber ist einfach auch ein wahnsinniger Pilzbekämpfer. Und dann haben wir hier das Lavendelöl. Also ich muss sagen, das Teebaumöl alleine wäre halt vom Geruch her echt too much, finde ich. Ja, ich mag das nicht so gern. Eigentlich schon, aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und das Lavendelöl mildert das Ganze wunderbar ab. Also die harmonisieren wirklich super von dem Geruch und die sind beide eben in der Naturheilkunde für die pilzhemmenden Eigenschaften bekannt. Und sind hier, also ich bin jetzt einfach begeistert von den beiden. Hier habe ich natürlich das Endergebnis von diesen Gerüchen, wie sie miteinander zusammenwirken. Und ich bin echt super happy über das Ergebnis. Und da rieche ich auch direkt die nächste Zutat raus. Muss ich sagen, riecht man ein bisschen raus. Das ist nämlich das hier. Ja, jetzt dürft ihr raten. Kann natürlich alles sein. Aber es ist DMSO. Und ich bin auch super happy, dass wir hier jetzt DMSO drin haben. Denn das Ganze verstärkt einfach noch die Wirkung der ohnehin schon sehr hochwertigen und wirksamen Inhaltsstoffe. DMSO allein für sich hat auch schon eine desinfizierende Wirkung. Also wirkt auch antimikrobiell gegen alle möglichen Erreger, dann eben auch gegen Pilze. Ist jetzt aber nicht so als der Mega-Pilzhemmer bekannt, finde ich. Ist so meine subjektive Wahrnehmung. Deshalb möchte ich hier nochmal unterstreichen, dass es einfach sehr stark die Wirkung der anderen unterstützt, indem es diese Zutaten und Inhaltsstoffe tief ins Gewebe eindringen lässt und dort noch verstärkt deren Wirkung entfalten lässt. Und das ist einfach super, ein schöner Abschluss von diesem ohnehin schon sehr wirksamen Ding, noch DMSO dazu zu packen.
Und wo hat man schon mal eine Salbe, wo Borax und DMSO drin ist? Und Kokosöl und die ätherischen Öle. Ja, ihr merkt schon, ich bin begeistert. Und jetzt zu guter Letzt kommt Bienenwachs noch rein. Bienenwachs, ach, das riecht auch so gut, ja, aber Bienenwachs ist jetzt eigentlich nur dafür da, um die richtige Konsistenz zu geben. Also damit bekommt man wirklich eine wunderbar cremige, samtige Salbenkonsistenz, wie ihr sie hier seht. Es sieht jetzt hier drin nicht mehr so schön aus, weil sie halt schon benutzt wurde. Aber es ist einfach eine schöne Salbe. Ich möchte aber gleich an dieser Stelle sagen, für die Veganer unter euch, ihr könnt das Bienenwachs auch weglassen. Damit wird das Ganze einfach ein bisschen fester. Ihr arbeitet dann quasi allein mit dem Kokosöl als Konsistenzgeber und die Salbe verhält sich dann auch wie das Kokosöl. Das heißt, bei kälteren Temperaturen ist sie fest, bei wärmeren Temperaturen wird sie flüssig und ihr könnt dann entweder die Salbe auf der Haut verteilen, also mit der Hauttemperatur wird sie dann flüssig, oder ihr stellt den Tiegel einfach auf die Heizung. Ja, also ihr seht es hier schon, ich creme mich mal hier ein bisschen üppig ein. Das ist wirklich eine schöne Konsistenz, ein angenehmer Geruch und das ist auch eine schöne, angenehme Art und Weise, DMSO auf die Haut zu bringen, finde ich. Und halt eben Borax, ja, ich wiederhole mich. Also es ist eine schöne Sache. Da möchte ich dann gleich darauf hinweisen, dass ihr das genaue Rezept in der Videobeschreibung findet. Ich verlinke euch natürlich auch die ganzen Bestandteile, aber ich möchte euch auch noch kurz erklären, wie ihr das Ganze herstellt. Ist aber wirklich simpel, werdet ihr da gleich sehen. Also, ich habe die Menge umgerechnet, dass es exakt in so einen Tiegel passt. Ihr fangt mit dem Kokosöl an. Ihr nehmt 40 Gramm Kokosöl und erhitzt es im Wasserbad, bis es geschmolzen ist. Ganz simpel. Dann nehmt ihr einen Teelöffel vom Borax. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen der aufwendigste Schritt. Das Borax muss fein vermahlen sein, damit sich das auch wirklich gut auflöst. Ich nehme dafür so eine kleine Kaffeemühle. Oder ich weiß gar nicht, wie das heißt. Kaffeemühle heißt, glaube ich, ich benutze es für Nüsse und so. Und dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr fein, wie wirklich so ein feiner Staub. Und den gebt ihr ins Kokosöl und rührt so lange, bis sich das wirklich gut aufgelöst hat. Erst wenn sich das gut aufgelöst hat, gebt ihr die anderen Bestandteile dazu. Das heißt, Mandelöl, was haben wir davon? Ein Teelöffel. Bei den ätherischen Ölen jeweils 30 Tropfen von dem einen und vom anderen. Dann ein Teelöffel DMSO und ein Teelöffel Bienenwachs. Und das werdet ihr verrühren und dann ist es eine schöne homogene Masse. Dann füllt ihr das Ganze in den Tiegel ab und lasst es abkühlen. Und das ist es. Also es ist wirklich simpel und finde ich super. Dann kommen wir mal zu den Anwendungsgebieten der tollen Salbe. Also das Klassischste ist natürlich Fußpilz. Das ist das Allererste. Dann hätten wir Nagelpilz. Und da kann ich wirklich sagen, beim Nagelpilz weiß ich aus nächster Quelle, dass da die Salbe nur ein, zwei, dreimal angewandt wurde und man hat schon so einen wahnsinnigen Unterschied gesehen. Also das war wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also wenn ihr Nagelpilz habt, wisst ihr Bescheid. Dann hätten wir Hautpilze, so alle möglichen Hautpilze. Also gibt es wirklich ja ultra viele verschiedene Arten und Formen. Das sei natürlich genannt Ekzeme, Flechten, es gibt auch bestimmte Pilzerkrankungen der Kopfhaut, die vor allem bei Kindern häufiger vorkommen. Also gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Dann hätten wir Scheidenpilz. Ich habe gelesen, es gibt auch Eichelpilz. Ich habe noch nie im Leben was davon gehört, aber wird es natürlich auch geben. Es gibt alles, was man sich vorstellen kann. Ja, was sei dazu gesagt? Intimbereich. Habe ich für euch getestet, die Salbe. Also es hat wirklich gar keine Beschwerden verursacht, aber sollte es doch bei euch zu Brennen oder Jucken führen, passt das Rezept einfach an. Da wäre das einzig Kritische, was dazu führen kann, DMSO und die ätherischen Öle. Also ätherische Öle können einfach ab einer gewissen Menge hautreizend wirken und DMSO, ja, ist halt auch recht juckig und brennend, wenn man davon zu viel erwischt. Insofern. Aber wie gesagt, ich fand es echt easy peasy. Aber solltet ihr da was Unangenehmes verspüren, passt das Rezept einfach an.
Wenn wir jetzt schon beim Intimbereich sind, da wäre das nächste Anwendungsgebiet Candida oder auch Mundsohr. Das ist ja eher bei Kindern häufiger, das Mundsohr. Und das bei Candida ist es das Gleiche. Das zieht sich durch den kompletten Verdauungstrakt vom Mund bis zum Po. Das zieht sich einfach so komplett durch. In unserem Körper, hier so mache ich da gerade, sieht man nicht, kriegt man davon halt wenig mit. Aber im Mund macht sich's dann sichtbar und am Po. Ja, am Po könnt ihr das problemlos anwenden. Also wenn es an den Schleimhäuten geht, dann da auch, gar kein Problem. Im Mund theoretisch von den Inhaltsstoffen spricht da auch gar nichts dagegen. Nur es kann halt geschmacklich unangenehm sein. Da gilt auch wieder ein bisschen mit den Inhaltsstoffen spielen. Am problematischsten vom Geschmack her sind dann wahrscheinlich die ätherischen Öle, die dann zur Not einfach weglassen. Das schmälert natürlich die Wirkung, aber bevor man es nicht anwendet oder selten anwendet, lieber weglassen. Wie häufig ihr die Salbe anwendet, hängt natürlich vom Ausmaß ab. Das kann man gar nicht pauschal sagen und ich kann auch nicht sagen, wie lange ihr sie anwenden müsst. Das kann von einmal am Tag für ein paar Tage gehen bis mehrmals täglich über Monate. Keine Ahnung. Also das müsst ihr wirklich einfach ausprobieren. Dann sei alles gesagt, was es zu dieser tollen Salbe zu sagen gibt. Ich werde euch natürlich alles in die Videobeschreibung schreiben. Also das Rezept, die Zutaten, die ihr braucht und die Seite, über die ich überhaupt auf das Originalrezept gestoßen bin. Das habe ich allerdings abgewandelt. Also ich habe andere ätherische Öle verwendet und eine andere Menge, damit es wirklich in einen Tiegel passt. Ja, dann danke ich euch erstmal sehr, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Bei Fragen meldet euch bitte. Und wenn ihr noch Tipps auf Lager habt, was Pilzerkrankungen angeht, wäre ich euch auch sehr dankbar. Also ich finde es immer extrem bereichernd, was ihr da so in die Kommentare schreibt. In diesem Sinne, vielen Dank und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ciao!